Hier ist Fat Fred von Fatspiel.de mit einer nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Es geht los, 50 Euro. Was geht jemand auf, wenn er plötzlich etwas versteht? Mir geht hier ein Licht auf. Hoffentlich auch bei der vierten Runde Wer wird Millionär? Hier für Fatspiel.de. Wie geht's weiter? 100 Euro. Was kann man essen? Ein Hähnchenflügel. Geil, ein Rinderpiano. Ne, das ist der Hähnchenflügel. Und weiter geht's. Eine berühmte Verdi-Arie heißt La Donna e Mobile. Das ist doch, glaube ich, auch das Lied, was in der Restaurante-Werbung kommt, wenn ich recht informiert bin. So, weiter geht's. Wer im Bergbau unter Tage arbeitet, ist ein Kumpel. Daher kommt tatsächlich dieses Wort. Weiter geht's. 300 Euro haben wir damit. Sicher 500 Euro. Ist eine Sache unabänderlich, dann beißt die Maus keinen Faden ab. Und wir haben immerhin all diese kniffligen Einstiegsfragen beantwortet und die 500 Euro und 4000 Punkte erreicht. Welches Tier wurde als Firmenzeichen zum Inbegriff der legendären Überlandbusse Nordamerikas? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Legendäre Überlandbusse? Ein Albatros vielleicht? Es war D. Greyhound. Keine Ahnung. Echt? Irgendwie auch noch nie gehört, glaube ich. Völlig an mir vorbeigegangen. Okay, weiter geht's. Vor ihrem Durchbruch als Sänger überzeugten Phil Collins, Udo Lindenberg und Marvin Gaye als... Das sind Schlagzeuger. Ja. Phil Collins, das weiß ich auf jeden Fall, und Lindbergh auch. Das waren alles Schlagzeuger. So, weiter. Wer ist der tierische Freund von Bart Sandy und Porto Riggs? Ey, das hatten wir schon mal, die Frage. Die hatten wir schon mal, oder? Das war nämlich Flipper. Oder? Oh, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach Flipper, weil ich denke, dass es das war, dass wir die Frage schon hatten und wir hatten sie schon. Boah, sehr gut. Da haben wir auch die Punkte gesichert. Bambus, Sprossen, Süßkartoffeln, Leinsamen und Holunderbeeren halten allesamt... keine Ahnung. Bin jetzt kein Botaniker oder Lebensmittelchemiker oder sonst was. Fragen wir mal das Publikum. Was sagt das Publikum? C. Blausäure. Alles klar. Ich meine, ich weiß nicht, was E605 ist. Das ist ein Farbstoff? Ah, nee, dann... Ja, keine Ahnung. Okay, alles klar. Blausäure ist drin. Welcher See findet sich in der Schweiz nicht? Ah, der Genfer See und der Zürichsee, Baselsee. Ich kenne nur den Genfer See eigentlich, oder? Luganersee, Baselsee. Boah, komm, wir rufen jemanden an. Schau mal. Irgendwas sagt mir, es wäre A. Baselsee gibt es also nicht. Okay. Also ich glaube, ich kenne nur den Genfersee. Hätte vielleicht auch 50-50 machen können, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu riskant. Welche Insel ist nicht auf Euro-Banknoten abgebildet? Auf Euro-Banknoten? Trinidad? Keine Ahnung. 50-50? Machen wir das erstmal? Ja, dann würde ich sagen Trinidad, oder? Liegt das nicht ganz woanders? Trinidad und Tobago? Ja, ist es nicht irgendwie... Gehört das zu den kapverdischen Inseln? Afrika? Keine Ahnung. Wonach ist der Farbton Magenta benannt? Oh... Keine Ahnung. Wollen wir die Punkte nach Hause nehmen? 32.000 Euro und 6.000 Punkte? Das würde ich sagen. Also, ihr müsst es mir beantworten. Wonach wurde Magenta benannt? Ich habe keine Ahnung. Und das war's mit diesem Spiel. Wer wird Millionär? Euer Fat Fat von fatspielen.de. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.